Am 23. November 1682 stirbt in Rom der Maler Claude Gelée, genannt Lorrain der Lothringer. Der im Jahre 1600 in der Nähe von Nancy in Frankreich geborene Maler arbeitet in seiner frühen Jugend bei einem Konditor. Aus dieser Zeit weiß man nicht viel von ihm, nur dass er schon als 13-Jähriger Diener des Malers Agostino Tassi wird und mit ihm nach Rom geht. Dort lernt er nach und nach das Handwerk seines Herrn. 15 Jahre später, nach Aufenthalten in Neapel, Venedig und in seiner Heimat, ist Claude Lorrain bereits ein angesehener Künstler und lässt sich für immer in Rom nieder. 1633, er ist gerade 33 Jahre alt, ernennt ihn die berühmte Akademie von San Luca zu ihrem Mitglied. Seine Malerei ist von der römischen Landschaft und der Poesie der Antike inspiriert und vereinigt harmonisch Natur und Geschichte. In der dargestellten Heiterkeit des Landes und der Küste Latiums lässt Lorrain antike Riten spielen. Auch biblische und mythologische Szenen fügen sich in die Landschaft. Die Personen und Begebenheiten sind maßvoll wie der Handlungsablauf eines klassischen Theaterstückes. Er achtet besonders auf Farbnuancen und verbringt ganze Tage in der freien Natur, um die Variationen des Sonnenlichts zu studieren. Claude Lorrain ist ein gefragter Landschaftsmaler, zu dessen berühmten Gönnern Papst Urban VIII. Und König Philipp IV. Von Spanien zählen. Als Schutz gegen eventuelle Fälschungen und Kopien führt er ab 1635 Protokoll über jedes seiner Gemälde. Es entsteht der Liber Veritatis. Mit über 200 Federzeichnungen und gewissenhaften Aufzeichnungen über Auftraggeber und Bestimmungsgebäude der Gemälde. Wenn auch durch die Kunst der Brüder Caracci, eines Poussin und eines Gian Domenico Desideri beeinflusst, ist Claude Lorrain wahrscheinlich einer der größten Meister der heroischen Landschaftsmalerei des Barock und sein Werk ein wichtiges Vermächtnis für die großen Landschaftsmaler der nachfolgenden Romantik.